So, und damit kommen wir zur Special-Folge. Wir wurden jetzt gleich nach den Credits nach Majula teleportiert und können nach Dragon Lake Reisen 2 jetzt benutzen, hier am Leuchtfeuer. Will ich aber erstmal nicht machen. Erstmal die ganzen Seelen, die wir gekriegt haben, euch noch vorstellen. Das könnte ich eigentlich noch zum Story-Teil zählen. Also, Thronverteidigerseele. Die Seele des Thronverteidigers. Der Thron des Königs ist ein Heiligtum und bedarf eines angemessenen Wächters. Nutzt die besondere Seele des Verteidigers, um zahlreiche Seelen zu erwärmen oder etwas Außerordentliches Wertvolles zu erschaffen. Seele des Thronwächters. Der Thron des Königs ist ein Heiligtum und muss stets streng bewacht werden. Nutzt die besondere Seele des Wächters, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Seele von Nashandra, der Königin von Dwangleic. Die Splitter des Schlundes, deren Herkunft niemand kennt, labten sich an der Seite künftiger Herrscher. Also ja, jeder King, dem wir jetzt begegnet sind im DLC, hatte so eine Frau an seiner Seite, die ein Fragment war. Und Nashandra ist auch eins davon. Also die Spieler dieses Stundes, deren Herkunft niemand kennt, labten sich an der Seite künftiger Herrscher. Vielleicht waren sie bloß Prüfungen auf dem Weg zur Herrschaft. Eines Tages werden die Flammen vergehen und nur Finsternis wird bleiben, bis ein Erbe eintrifft. Nutz die besondere Seele dieser Gefangenen ihrer Gier, um zahlreiche Seelen zu erwärmen oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Also sie ist wohl Gier. So, schlüsselmäßig haben wir doch das Ding hier. Ja. Gut, wir werden jetzt die... Sachen abgehen. Dazu werde ich erst einmal... zurückreisen nach Eleum Lois. Nämlich zur Ausweiskammer, weil ich in den gefrorenen Landen etwas vergessen hatte. Was wir uns schnell holen können. So, wir rutschen. So. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo ich langlaufen muss. Weil ich hier im Schnee eben null Orientierung habe. Hoffe ich einfach mal. Ja. Wir müssen nämlich nur zur ersten Ruine rüberkommen, mehr nicht. Alles andere wäre auch zu viel verlangt. Bis zur ersten Ruine spawnen nämlich auch keine Rentiere. Und außerhalb der Ruine ist nämlich was vergraben. Nämlich der Mirrorhut. So. Mirrorhut. Was habe ich denn noch so alles hier drin liegen? Achso. Die Sianz-Rüstung, die ich nicht brauche. Ein Hut aus Mirror. Der zeremonielle Hut eines Elite-Ritterordens aus dem fernen Land. Meisterlich gefertigt, hat jedoch kaum praktischen Wert auf dem Schlachtfeld. Ja. Den wollte ich hier noch schnell holen. Den hatte ich nämlich das letzte Mal vergessen. So, das war der erste Schritt. Jetzt geht es nach Majula zurück. Sie hat nichts Neues zu sagen übrigens. Until hope. The sign you bear will drain and without stay even. Genau. Weil alle werden so tun, als ob alles immer noch in Ordnung wäre. Well. So, bei ihr könnten wir jetzt theoretisch von denen hier
so viele kaufen, wie wir wollen. Und ich kaufe mal ein paar. Um hier meine Rüstung fertig zu schmieden. Oh, dafür brauchen wir... Achso, ja, stimmt ja. Drei Brocken brauchen wir noch. What? Visit. Hewitt. So, dann ist die Rüstung nämlich auch fertig und wir können sie noch mal vergleichen. Wir tragen nämlich hier zwei Levelin-Teile. Und ja, die Handschuhe sind immer noch schlechter. Und zwar ein gutes Stück schlechter, nur leichter sind sie halt. Rüstungsmäßig geben sich die beiden, jetzt mal abgesehen von der Wuchtrüstung, nicht viel. Okay, das wäre der Teil. Bei dir kaufe ich noch die restlichen Rüstungen ein. Jetzt können wir nämlich auch die Rüstungen des Watchers und des Defenders kaufen. Aber erstmal die Spiegelrüstung. So, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr für die beiden Rüstungen reichen. Nein, nicht mehr ganz. Ich brauche so 30.000 Seelen. Die kann ich mir aber schnell mal zusammen benutzen. So. Genau. Dann kaufen wir auch die Rüstung noch auf. Und haben damit alle seine Special-Rüstungen gekauft. Bei ihr könnten wir übrigens noch Kratens Rüstung kaufen, glaube ich, weil wir den haben wir getötet. Also er verkauft Boss-Rüstungen und sie verkauft NPC-Rüstungen, die wir besiegt haben. So. Und jetzt sind alle acht Flammen aktiv. Nämlich hier in der Mitte hat die letzte Flamme gefehlt. Und jetzt gibt uns Kale seine Sachen. Fate brought us together for a reason. Take these, and may they help you on your travels. So, Kales Helm, Kales Lederrüstung, Kales Stiefel. It seems that all the... It makes... Wait, who are you again? So. It seems... It, wait, who are you... Und mehr sagt er nicht mehr. Er hat nämlich jetzt alles vergessen. Dadurch, dass er die ganze Zeit auf diese Flammen gestarrt hat. So. Nächster Schritt. Wir reisen zurück zu Ideas Keep. In den Vorgarten. Wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher bin, ob wir menschlich oder nicht menschlich sein müssen. Also ob wir menschlich sein dürfen jetzt im Augenblick oder ob wir nicht menschlich sein müssten.
damit die dunkle Seite von Naflan mit uns redet. I haven't said anything. I have absolutely no intention of leaving here. Do not attempt to help me. Just let me sit. Please. Nein. So bringt das nichts. Wie töte ich mich jetzt am besten? Ja, ich muss zurück nach Majula reisen, ins Loch springen oder von der Klippe springen. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Weil ich keine Lust habe, hier irgendwo meinen Seenhaufen noch wieder zu holen, wenn ich sterbe. Also Geronimo... Flatsch. So. Damit sind wir einmal gestorben. Und können jetzt zu Naflan zurückgehen. Wir müssen nämlich eigentlich 4 Mordaufträge für ihn erledigen, soweit ich es noch in Erinnerung habe, waren es 4. Der erste war ja Gilligan, der Leiterschmied, den hatten wir bereits abgeschlossen, dadurch, dass wir ihm die Leiter abgekauft hatten damals. Kale hat uns jetzt seinen Helm gegeben, den er als nächstes will. Dann will er den Stab des Finstermagiers und die Feder der Smaragdbotin. Fine work. This is my thanks. Take it. Ein Einfallspinselgewürz. Now let's discuss our next mark. I want you to kill one more. Your target is Felkin the Hexer. As proof, bring me that peculiar scepter of his. What do you say? Ja. Yes, very good. But he will be formidable. Be cautious. Kriegen wir hin. So, wir gehen. Wir kommen wieder. Fine work. This is my thanks. Take it. Verbotene Sonne. Now let's discuss something of importance. You could kill a dozen like that and it wouldn't matter. I want you to kill someone of import. I want you to kill the girl in Majula, known as the Muse. They say that she is the last firekeeper. But they say a lot of things. That she's a gentle shepherd, lighting the way for you cursed fools. Nonsense. Once she is dead, I will have no regrets, and I will be content to remain here. The girl will have a peculiar feather. Bring it to me. Now go along. Ja, die Feder haben wir ja auch bereits. Also gehen wir und kommen wieder und yes, bringen die Feder. That's the feather. Good. Oh, that is very good. Your reward. Take it.
Magie entfesseln. What do you require? You've been good to me. Go on. Tell me what you need. So, wir können jetzt mit ihm reden. Und kriegen seine Ausrüstung. Now I am at peace. I will sit here and watch the world turn.